Und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Hitman und wir sind, glaube ich, am Final Level. Wir müssen unseren Freund hier aus der Küche befreien, wo der als Geisel ist. Hier sind einfach nur überall Wachen, was einfach mich ein bisschen zu Weißblut treibt. Aber seht selbst oder in der letzten Folge von Let's Play Hitman. Weil... okay. Wir haben es sonst nämlich bisher soweit geschafft, relativ unaufmerksam in Anführungszeichen hier nämlich zu agieren. Woher kam der denn? Die Tür ist jetzt verschlossen. Oh nein. Das heißt, ich muss jetzt alles oben rum lang machen. Blöde ist, und zwar die Sniper da unten kann ich größtenteils alle von hier erledigen. Wenn ich nur auf passe. Okay, der war ein bisschen widerspenstig. Es gibt auf der anderen Seite noch zwei. Lauf, 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 lauf. Nein, die Tür ist auch noch verschlossen jetzt, oder? Das einzige ist... Oh, ich weiß, wie ich da lang gehen kann und muss. So. Irgendwo... Da unten ist noch einer, aber den... Das Blöde ist nur bei denen da hinten auf dem Platz noch einer und da unten muss noch irgendwo einer sein. Pickup SMG, okay, der hat eine SMG. Oh fuck. Nein. Oh. Mann, wie ihr seht, ist es alles andere als leicht. Ah, jetzt regnet es hier draußen. Regnet schon die ganze Zeit. Wäre mir doch irgendwie aufgefallen. Und blöderweise... Okay, ich schließe dann hier wohl manchmal jemand die Türen zu. Ist mir jetzt nämlich schon zum zweiten Mal oder so passiert. Fand ich nicht ganz so lustig. Und das Blöde ist nur, dass die Sniper mich one-hitten. Es ist selten passiert, dass mich ein Sniper nicht one-hittet. Das Blöde ist, mit der Shotgun kann ich hier persönlich am besten spielen. Ich gehe jetzt einfach mal links, rechts rum. So, einmal kurz die zwei. Und dann kommt er angelaufen und zack. Haben wir beide. Jo, okay. Dann laufen wir mal unten rum. Und gehen dann hier hin. Vor allen Dingen, den treffe ich manchmal nicht. Das ist sehr ätzend. Toll. Das Blöde ist nur, dass ich ein richtig schlechter Sniper bin. Das heißt, mir würde sogar eine Sniperwaffe recht wenig bringen. Vor allen Dingen, weil ich hier das ganze Warenhaus voll Waffen habe. Die ich aber alle nicht benutzen kann. Weil ich ein schlechter Sniper bin. So, zack. Wissen, wo ich den Sniper getroffen und den da vorne nicht. Das gibt's so nicht. Das war taktisch klug. Die
Tür erstmal zu blocken und dann wieder aufzumachen. Das Blöde ist nur, da oben ist noch ein Sniper. Und bevor ich da durch bin, wartet hier noch der auf mich und der da. Nice. Alle anderen kann ich mir größtenteils von hier oben holen. Oder hat einer schon auf mich gezielt? Da haben wir einen zweiten. Da haben wir einen dritten. Oh, den hatten wir schon. Okay, einmal kurz checken. Oh. Dahinter müsste noch einer sein. Und den hatten wir schon. Moment, den hatten wir, den hatten wir. Den hatten wir. Die zwei hatten wir. Ist da irgendwo noch einer? Nice. My son, there is still a salvation for you. You will find peace in the heart. Blöde ist nur. Jo. Ich muss irgendwie es jetzt schaffen, weil die Tür ist natürlich abgeschlossen. Hä? Objective Status? Was habe ich denn? Safe. Ja, okay. Ja, aber wie soll ich den saven? By the way, wer ist auf dem Foto abgebildet? Okay, immer noch der. Okay. Die wohl zwei einfachsten Methoden klappen nicht. Also der hat eben irgendwas gesagt von Found Peace in Your Heart. So, okay. Einmal nehmen wir uns hier die Custom Rifle mit. Die können wir nämlich ganz schön weit zoomen. Vor allen Dingen habe ich keinen Plan, was der jetzt von mir will. Ich soll den retten. Und ich habe, ja genau, und zwar hier kann ich noch ein Schloss öffnen. Aber ich weiß nicht genau, was ich jetzt hier machen soll. Ob ich jetzt hier irgendwie eine Aufgabe lösen muss oder so. Weil, ach, jetzt ist sogar noch die Tür verschlossen. Ist ja genial. Am besten wäre ja, wenn ich einen Schlüssel finden würde, mit dem ich unten die Tür aufschließen kann. Und der könnte vielleicht... Die hätten alle diese Munition. Vielleicht... Oh okay, ich habe reichlich Munition. Was haben wir hier? Picklock. Wohin geht denn diese Tür? Weil wenn ich das wüsste, würde mir das schon einen großen Schritt weiterbringen. Ist nur ein Stromkasten, den ich nicht betätigen kann. Oder? Nee, nicht wirklich. Wohin geht das hier? Picklock. Das ist auch wieder so ein Stromkasten. Vielleicht kann ich den ja betätigen. Das wäre dann genial, wenn es einfach nur ein Rätsel ist. Wie kriege ich den Strom aus oder so? Ah. Church Key. Ach genau.
war kein Stromkasten oder so, es war einfach nur. Und hier wäre ich reingekommen für, okay. Dann hätte ich schön hier unten reinrennen können und dann von unten alle die wegballern können. Einmal kurz, hallo, 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 ist hier irgendwas Geld? Nee. Ich habe ein bisschen Angst mit der. Komm, ich will's machen. Ich will das wagen. Diegel. Ah ja, und die andere Waffe. Kann ich besser bei hier liegen lassen? Diegel, komm. Können wir es nicht öffnen? Hä? Also lustigerweise sehen die uns hier nicht wirklich. Der betet da gerade. Ich kann versuchen, auf den zu schießen. Aber der kriegt davon nicht viel mit. Also müssen wir uns was anderes überlegen. Also ich habe jetzt hier den Kirchenschlüssel. Hier die Tür ist irgendwie kaputt. Dungeon. Ich habe immer das Gefühl, ich höre noch hier jemanden. Also einmal kurz gucken, aber ich habe hier den Church Key. Also wenn es einfach nur so ist, dann. Nee. Okay, ich bin gleich wieder da, ich muss kurz weg. Willkommen zurück. Natürlich ist das Game irgendwie abgeschmiert, nachdem ich weg war. Was mich tierisch aufgeregt hat. Und das heißt, ich darf jetzt alles wieder von vorne machen. Was ich natürlich jetzt locker mit easy schaffe. Da jetzt mein Puls natürlich nicht zu hoch ist. Und ich schon beim ersten Äther-Scheißteil sterbe. So. Zack und zack. Na, 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 tot, tot, tot. Bitte lass die Tür noch aufgehen. Jo. Passt alles. Zack, hier ist zu, das. Tot, tot. Und der kann mal herkommen. Ja, ja. Und. Ich hab. Der hat mich noch. Nein, nicht den Punkt löschen. Sonst muss ich direkt von vorn wieder anfangen und das wird noch grausiger. Ich wollte einfach mal was ausprobieren. Und zwar. Okay. Hier können wir die nur benutzen. Zack. Und zwar. Shotgun lasse ich jetzt mal hier liegen. Ich nehme die Diegel. Nein, das war nicht die Diegel. Das war die Diegel. Denn. Da habe ich eben so oft gehört. Okay, der hat mich ein bisschen übler getroffen. Na okay. Eigentlich hat man mit der Diegel eigentlich relativ schön, wie heißt das, Präzision, genau. Aber wenn man mal nicht so mega gut trifft, hat man dann mega verschissen. Diegel.
Ich will es nochmal probieren. Das war meine eigene fucking Schuld. Mann, es wäre so einfach gewesen, wenn ich nur gespeichert hätte, bevor ich weggegangen wäre. Aber nein, da passiert ja nichts. Nö. Jetzt kann man hier schön Hass rauslassen. Ja. Ich will nicht. Ich will die scheiß Diekel haben. Meine fucking Lieblingswaffe für die Leute, die es immer noch nicht gebiet haben. Boah, Alter, das gibt's doch nicht. Ich fühle mich, als hätte der Typ irgendwie so ein Aimbot an, den muss ich nur einmal umdrehen und dann hat er mich oder sowas. Das Blöde ist nur, mit dem Sniper töte ich ihn nicht, weil ich nicht snipern kann. Mit der Shotgun auf Distanz ist auch immer schwierig. Und zack, zack. Ist so einfach mit der Shotgun. Ich glaube, ich spiele wirklich jetzt mit der Shotgun. I don't care. Den haben wir, können wir uns noch holen. Dass die Tür mal öffnet. Nee. Dann gehe ich mal hier wieder raus. So, zack, hoch. Hier stehen die ja schon und warten. Hier können wir wirklich die Diegel nehmen. Für sowas lohnt sich das wirklich. Und vielleicht noch bei den Snipers, aber da muss ich mal gucken. Nehmen wir mal die Shotgun wieder in die Hand. Wir gehen jetzt hier runter. Nee, fuck. Nee, doch. So, zack, da wollen wir noch nicht hoch. Wir wollen da das Schloss knacken. Das ist es nämlich. Mit dem fucking Schlüssel drin. Und Mensch, wenn wir es geschafft haben, ist es, glaube ich, zu Ende. So, komm, öffne es einfach und wir können alle in Seelenruhe rausgehen. Schlüssel. Ja. Und raus. Und hoch. Okay. Einmal kurz. Okay. Da oben ist einer. Okay. Scheiß Idee. Und ich habe nicht gespeichert, sonst hätte ich einfach von da, wo ich den Schlüssel gehabt hätte, weitermachen können. Ist ja egal. Zack, lol. Da habe ich den Sniper nicht ganz mitbekommen, der sich da irgendwo angeschlichen hat. Zack, irgendwie geht's so einfach, wenn du einen Schritt noch weiter nach vorne gehst. Da ist er auch tot. Wir gehen runter. Ich hoffe, dass die Tür jetzt nicht verschlossen ist, weil der Typ da rausgegangen ist. Ja, okay. Den einen wollte ich vorher tot haben. So, zack, die zwei hatte ich schon. Nice. Dann wird es ja jetzt relativ easy. Einfach nur nochmal hinten rum. Und wieder hoch. Weil von dort oben kann man die am besten mit der Schrot erledigen. Gut.
Zack, haben wir eins. Zwei. Da unten und da. Komm, wir haben nicht mehr sehr viel Munition. Lass das nicht den Revolver erledigen. Lass das die nicht die Ballas erledigen. Nein, lass das die fucking Dicke regeln. Fuck, fuck, fuck. Hicke. Ich behaupte mal, der weiß jetzt, wo ich stehe. Er lebt noch. Fuck. Ja, er lebt. Oh Mann. Gibt's doch nicht, oder? Vor allem jetzt weiß ich nicht, wo er steht. Ah. Nice. Open the door. Eigentlich müsste ich doch jetzt alle haben. Die Leute von den Säulen. Nee, nee. Sonst hätte der jetzt gesagt, hey, ich habe alle getötet. Wo steht der? Hä? Ach, ich dachte, den hatte ich. Das Blöde ist nur... Wie geht's jetzt weiter? Ich meine, hier passiert ja nichts. LOL. Oi. LOL. Er ist tot, oder? Bin ich tot? Ich habe ihn getötet. Ich hab's geschafft. Lol. Muss ich aufs Fenster schießen, oder wie? Aber habe ich doch eben schon die ganze Zeit gemacht. Okay. Ja, dann... My son, I knew you will come back. Please, take this. It will protect you and keep you from harm. Pray for me, my friend, and promise me you will follow the right path. Promise me to live your life the right way. Promise me to follow your calling. Promise me. I promise. You have been a friend to me. But I must leave this place. As you see, I can be of better use elsewhere. My son, always watch your step. Carry this crocifisso, that symbol of the good things in human beings. Questo ti proteggerà da lui. Thank you, Father. I must leave. See you later. Always knew I never belonged in this world. I wasn't made for this. But I'll never forget those who betrayed me. And those who never failed my trust. I'll be carrying nothing from Gontrano but this lesson. Never trust anyone. And rely on your instincts. Forget the past. I'll never find peace here. So, I'll seek justice for myself. I'll choose the truth I like. Oh!
Sehr, sehr schön. Und kommt noch eine Credits. Ich kann nichts machen. Ah, da kommen die Credits. Sehr schönes Spiel, sehr schöne Musik und Stuff. Bedenkt, das Spiel ist schon ein paar Jahre, hat es schon auf dem Buckel. Ich schätze jetzt mal so 10. 10 sind ganz schön viel. Vor 10 Jahren war ich noch in der Grundschule, war frisch in der Grundschule. Das ist noch ganz schön lange her. Hey. Wenn ich mir so überlege, das muss damals der absolute Boom gewesen sein. Leider kann ich keine Musik im Hintergrund laufen lassen, da mich jemand angeschrieben hat wegen UrBZW. Darauf hingewiesen wurde, dass da Musik drittens drin sind. Weil es das Blöde nur ist, das gehört halt zum Spiel und das Spiel darf ich halt machen. Größtenteils. Das Blöde ist, dass Hitman es nicht mehr wirklich die Leute gibt, die das gespielt haben. Deswegen habe ich einfach bei Steam mal nachgefragt. Die meinten, okay, keine Ahnung, mach. Und zur allergrößten Not fange ich halt einfach wieder an. Ich fand das sehr schön. Ich lasse jetzt noch die Endcuts laufen. Ich bin weg. Bis dann. Ciao.